Ich bin Ava, willkommen bei Alles Ava. Heute passiert wieder was richtig Aufregendes. Am besten seht ihr selber. Und nicht vergessen, einen dicken Daumen nach oben da zu lassen. Ah! Ist da? Hä? Ich hatte sie. Hatte ich sie gestern an? Nee. Ich bemerke vor dem Schwimmen auch mal. Also, damit der Papa jetzt keine Idee bekommt, hat er eigentlich schon, dass er mich in eisigen Pool schmeißt. Haben wir hier so ein Aufblaspool mit Bällen. Ich war doch auf Papa, dass er mir endlich helfen kann, das Bällebad aufzubauen. Ja, Baby. Ja. Ich weiß immer noch nicht, was passiert, wenn ich als Meerjungfrau gar nichts bade. Kann 100% nicht gut gehen. Hui. Baby, ich bin da, dich zu retten. Weißt du eigentlich, was du tun musst, um deine Tochter zu retten? Ja. Diese Dinge da. Aufpumpen. Und ich muss die Kamera halten, um das zu dokumentieren. Und ich muss da sein. Die Ava ist nicht so wirklich das mobil. Bedeutet, ich habe das Arbeit. Wir zwei müssen einfach darstellen. Und los! Oh je. Apparition, Lochfitze. Was ist, wenn du das jetzt nicht hinkriegst, Ian? Ein klitzekleiner Lach. Ich will aber nicht, dass die Ava immer mehr Jungfrau bleiben muss. Keine Sorge, Leute, keine Sorge. Ich bin eine richtige Pool-Profi. Yay! Ava, seit wann ist der Papa ein Pool-Profi? Heute? Ein richtiger Bällebad-Profi. Sehr gut. Perfekt. Nein, wir haben Ring. Das Wieso? Ist kein Bällebad. Ein Bällebad! Ja! Oh, ich hab gedacht, du wolltest eine Floaty haben. Das macht mehr Sinn, weil ich hab gedacht, warum will sie eine Floaty eigentlich haben? Okay, ich hab einfach gedacht. Ich habe eine Idee. Hast du eine Idee, Ian? Weil ich dachte nämlich auch, das sei unser Einhorn-Planschbecken, das wir mal gekauft hatten. Aber scheinbar haben wir das nicht mehr. Kannst du es richten, dass es zum Bällebad wird? Oh mein Gott! Oh, wir haben fast ein Bällebad. Oh nein. Fast ein Bällebad. Naja, wir haben ja auch nicht so viele Bälle. Wir haben ja nur die paar. Okay, Ava. Ach du Gott! Ich glaube, meine Arbeit ist hier fertig. Ja, vielen Dank. Und bequem? Es ist wie ein Bällebad. So viele Bälle auf einmal. Und ist das bequem? Ja. Was guckst du so komisch? Da. Was ist das? Eine Among-Us-Figur. Was? Wie kommt die denn da rein? Eine blaue Among-Us-Figur? Das ist ja seltsam. Das ist ja wie, als wir schon mal eine Among-Us-Figur gefunden haben. Du hast recht. Das ist ja krass. Seltsam. Die Via ist auch am Schnüffeln, die sucht auch Sachen. Hier finde ich auch noch was. Das sind die Süßigkeiten, die wir gekauft haben, die dich mal haben verschwinden lassen. Oh Gott. Krass, hier, gib mal rüber. Nein. Wie kommt das denn da alles rein? Ihr habt doch selber gesehen, da war nichts drinnen. Ist noch was. Ein Brief. Bisher machst du alles gut. Ich beobachte dich. Among Us, Ava. Among Us. Ganz bestimmt ist da jemand unter uns, wenn der sagt, ich beobachte dich. Among Us bedeutet doch unter uns. Ja. Bisher machst du alles gut. Ich beobachte dich. Ja, mehr steht da nicht. Und noch eine Muschel. Oh, Ava. Und jetzt? Ich weiß es nicht. Ich meine, da steht jetzt nicht, ich will irgendwas falsch machen. Stimmt eigentlich. Eigentlich ist es ja eine gute Nachricht, ne? Dass alles okay ist. Gut, na dann bin ich ja erleichtert. Was willst du denn jetzt machen in deinem Bällebad? Ist okay, wenn ich mal ein bisschen lese? Klar, aber magst du dich vielleicht ein bisschen aufrichten? Nee, schon gut. Ava, ich muss jetzt kochen gehen. Kannst du mal die Sachen nehmen, bitte? Und das Buch gebe ich dir auch gleich noch. Hier. Okay. Oh, Entschuldigung. Gut, und hier dein Buch. Danke.
Na dann, ich gehe jetzt kochen, ja? Viel Spaß beim Lesen. Du auch. Ich hab Hunger. Ich hab total vergessen. Manchmal bin ich doch bei den Sachen verschwunden. Was denkt ihr, was jetzt passiert? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Bisher ist ja nichts passiert. Was? Ich hab wieder Beine? Habe ich nie von diesen bekommen? Aber das letzte Mal bin ich doch da verschwunden. Aber der Zauber hat es wohl nicht mal geschafft, richtig meine Jeans zu bekommen. Ich habe so eine graue weiße. Das ist so seltsam. Hier ist irgendwas schiefgelaufen. Ich meine, der Tag ist wohl nicht mal fertig. Mama? Mama? Ja, Evi, ich bin noch am Kochen. Was ist los? Das ist los. Ach du Gott, du bist ja wieder eine Ava. Aber was ist mit deiner Jeans? Frag mich nicht. Ich habe einfach aus Versehen einen von diesen Hitchi-Dingern. Du hast nicht. Wer weiß, was dann passiert. Und dann ist das passiert. Oh nee. Jetzt weiß ich schon. Du wusstest doch, dass du die nicht essen sollst. Ja, aber den Moment habe ich vergessen, weil ich hungrig war. Aber jetzt hast du deine 24 Stunden nicht geschafft als Meerjungfrau. Oh, oh. Und jetzt? Weiß ich nicht. Soll ich noch ansetzen und dann werde ich wieder Meerjungfrau, oder? Wer weiß. Ja, mach mal. Kann ja nicht schaden. Liegt das vielleicht an der Farbe? Weißt du, welche Farbe du vorhin gegessen hast? Es war lila. Und jetzt blau. Und passiert was? Warte, wir gucken mal. Ich drehe mal ein Stück zurück. Nee, passiert nichts, oder? Mhm. Hat es lange gedauert, bis was passiert war? Nee. Hat es gekaut und dann boom. Hab ich mal geguckt. Ja, aber sag doch mal, was ist das denn für eine Jeans? Weiß es nicht. Und wer räumt das jetzt hier alles wieder weg, jetzt wo du keine Meerjungfrau mehr bist? Eine gute Frage. Ich denke P-A-P-A. Papa. Ja, wahrscheinlich M-A-M-A. Als ich doch meine Mangas-Figur gefunden habe, also mehrere, bin ich dann nochmal in Mangas gegangen und habe da einen Hinweis gefunden. Vielleicht funktioniert es diesmal auch wieder. Ich zeige euch hier erstmal, was letztes Mal passiert ist. Du warst nicht erfolgreich, denke ich. Ich komme zurück. Was? Sie hat das Spiel verlassen. Ja, die Ava hat wieder Füße. Wie krass, gell? Riechen die vielleicht noch fischig? Riech mal an deinen Füßen. Riechen wie Füße. Dann ist alles gut. Okay, dann komm, dann gucken wir jetzt erstmal in die Mangas. Die sind eigentlich sehr lecker. Aber die sind auch super gefährlich. Ist nicht noch eins. Stell dir vor, da ist dann wieder so eine seltsame Farbe dabei. Die blauen scheinen ja sicher zu sein. Habe ich da noch eins? Ja, vielleicht. Oh Mann, jedes Mal halte ich da den Atem an. Warte. Nicht gefährlich. Gut, aber jetzt los, komm. Okay, Leute, ich bin jetzt in den Mangas und mal schauen, ob wir hier jetzt den nächsten Hinweis kriegen. Wir machen einen Privatserver. Ist eine gute Idee mit dem Privatserver? Ich weiß es nicht. Weil das letzte Mal haben wir einen Code bekommen. Und ich bin ja, wie gesagt, noch allein im Server und noch gar kein Extra. Ich weiß nicht, ob das funktionieren wird. Oh mein Gott. Aber, hä? Wir haben hier den Code bekommen. Immer noch ist es einfach so eine Person, die sich aus Versehen reingehackt hat. Ich schaue dir immer zu. Ja, das hast du schon mal gesagt. Oh oh. Ich war enttäuscht, aber auf dem Brief stand, du sollst im Schnee baden. Nein. Ich wusste das einfach. Ich habe selber auch noch gesagt, wie weiß ich bade im Schnee. Deine nächste Aufgabe, färbe deine Haare lila? Also ich mag lila. Also es ist eine gute Idee, aber immer noch. Das ist nicht sehr nett. Oh mein Gott. Was passiert hier denn eigentlich? Und warum lila? Ich meine, ich weiß, es ist eine schöne Farbe, aber warum lila? Left the game. Also, ich bin in meine Mangas gegangen und da war die Person. Nein. Doch. Und da hat sie gesagt, sie war enttäuscht. Was? Wieso denn? Im Schnee baden. Im Schnee? Wie ich gesagt habe. Aber du kannst doch nicht im Schnee baden, das ist doch... Da wirst du krank, das ist unfassbar, das geht nicht. Das machen wir nicht. Und jetzt hat die Person geschrieben, soll ich meine Haare lila färben. Was? Deine Haare, deine schönen Haare. Ich meine, ich mag ja lila und ich finde ja die toll, aber trotzdem. Und wie sollen wir das jetzt anstellen? Haben wir nicht so lila eine Haarfarbe? Wir haben für Ewigkeiten mal welche gekauft und ich habe es sich nie machen lassen. Wollen wir mal gucken, ob wir die noch haben? Ja.
Los. Was ist, wenn wir sie jetzt nicht mehr haben? Keine Ahnung. Nee, das ist Purple Shampoo, das nehme ich manchmal. Das ist es nicht. Ey, das steht hier drüben, glaube ich, beim Spiegel. Aber gefärbt ist es nicht, das ist nur getönt. Meinst du, das passt? Das ist das Einzige, was wir haben. Okay, komm, wir lesen uns mal durch, wie das gemacht wird. Nimm's mal mit ins Wohnzimmer. Okay. Schau erstmal, was in der Verpackung drin ist. Wir haben die noch nie aufgemacht. Okay, erstmal. Wir haben hier die Farbe. Das sieht aber so schwarz aus, oder? Du hast recht. Warum bekomme ich jetzt keine schwarzen Haare? Das wäre seltsam. So eine Haarmaske? Nee, das sind Handschuhe. Handschuhe meine ich, gleiches Ding. Ja. Ich weiß nicht ganz genau, was diese sind. Zeig mal. Das ist ein Conditioner, genau. Und das andere, was steht da drauf? Das ist eine Anleitung. Nee, auf dem anderen Silberding. Das gleiche Ding. Okay, Conditioner. Okay, komm, ich lese mir mal die Anleitung durch. Also wir müssen das einfach auftragen, was in der Tube ist, und 20 bis 30 Minuten einwirken lassen. Aber ich würde sagen, wir machen nicht den ganzen Kopf, sondern nur unten die Spitzen, ja? Ich dachte erst Strähnchen, aber wir können ja auch ein Ombre machen. Ja, okay. Drückt uns die Daumen, dass das funktioniert. Ich denke, das wird nicht funktionieren, weil hier steht, wir empfehlen diese Haarfarbe für aufgehellt, hellblond, mittelblond. Oh Mann. Das kann ja was werden, aber wir hatten das damals mitgenommen, weil so eine dunkelhaarige Person drauf war, gell? Und dann haben wir das wahrscheinlich genau aus dem Grund nie gemacht. Also wurde das gefotoshoppt? Wahrscheinlich. Sagt ja nicht sehr nett. Wir müssen erst Haare waschen. Und dann das Zeug reinmachen. Wir sind dann gleich zurück, wenn Ava gewaschen und nasse Haare hat. Bis gleich. Okay, gut. Die Haare sind gewaschen, bin geduscht und jetzt passiert Farbe. Mein Gott, wie ist das? Das ist voll lila. Wurde gesagt, dass ich alles reinmachen soll. Ja, die ganze Tube musst du ausquetschen. Aber seht ihr, wie lila das ist? Oh Mensch, vielleicht nimmt das doch was an deinen Haaren an. Ich habe mir ein bisschen Bedenken, weil deine Haare so dunkel sind. Jetzt sitze ich hier und warte. Und wir brauchen einen Pinsel und Alufolie stand da. Da ist noch die Verpackung. Hier ist die Farbe und jetzt geht's los. Wir werden jetzt hier erstmal alles fertig machen und wir melden uns wieder, wenn alles ausgewaschen ist. Drückt mir die Daumen. Also, tada, hier sind meine Haare. Ich finde es ja eigentlich voll schön, aber es ist halt nicht so grell lila. Wisst ihr, was ich meine? Es ist eher sehr pastell. Ich habe mir das ja fast schon gedacht, dass das nicht so ganz krass wird. Dann habe ich ganz viel von dem Zeug reingeschmiert. Dafür ist da mehr Farbe, als ich dachte. Also ich hoffe ja, dass du deine Aufgabe bestanden hast. Was denkst du denn? Ich denke halb. Weil es ist ja noch lila, aber nicht lila, lila. Und vor allem sind auch nicht alle Haare lila, ne? Leute, schaltet auf jeden Fall nächste Woche wieder ein, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Und wir würden uns dann an dieser Stelle über einen Riesen Daumen nach oben freuen. Oh, das hat ein bisschen gedauert. Und wir sehen euch dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Und nicht vergessen, das ist alles nur gespielt.